meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, in Leverkusen erblicken jährlich rund 1600 und auch mehr Babys das Licht der Welt. Das sind aber dann nicht die Babys, die dann auch alle in Leverkusen leben bzw. gemeldet werden. Das sind im Schnitt in den letzten Jahren immer so rund 1300. Ich habe mir mal die aktuellen Zahlen geben lassen. Bis Ende Mai in diesem Jahr waren es 581. Wir werden also am Ende des Jahres auch wieder ungefähr auf diese Zahl hinauslaufen. Und in dieser Situation unterstützen auf Wunsch ehrenamtliche Willkommenspatin die jungen Familien im Auftrag der Stadt Leverkusen. Die Tasche haben Sie eben schon gesehen, da kommen wir sicherlich gleich noch drauf zurück, was da so alles drin ist und wer da alles mit so beiträgt und welche Probleme es vor allen Dingen auch gegeben hat, das Ganze ans Laufen zu bringen. Das war nämlich nicht so ganz einfach. So, als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung Marc Adomat, unser Kinder- und Jugenddezernent, Angela Hüllen, Fachbereichsleiterin Kinder und Jugend, Alfred Zündorf, Leiter des Bürgerbüros Leverkusen, Marianne Strunz, die, jetzt muss ich gucken, Fachbereichsleiterin Kinder, Jugend und Familien, das ist also etwas anders in der Betitelung als bei der Stadt im Diakonischen Werk Leverkusen. Daneben Claudia Wollenhaupt, eine der ehrenamtlichen Willkommenspatinnen, Bianca Stöcker-Meyer, Projektleiterin bei den Willkommenspatinnen und dann sozusagen, wo haben Sie jetzt neu in der Runde? Die zur Linken Roswitha Irmer, Willkommenspatin und Heide Bald, ebenfalls Willkommenspatin. Es fehlt in der Runde noch Pfarrer Hans Hörold vom Diakonischen Werk. Was hätte ich gedacht, da kommt er rein, aber das ist Radio Leverkusen. Herzlich willkommen. So, und damit ist die Vorstellungsrunde erstmal. Frau Kall will ich nicht vergessen, als Öffentlichkeitsarbeiterin und Kollegin vom Diakonischen Werk. Und dann würde ich sagen, steigen wir in Medias Res. Das Wort hat zunächst Herr Adomat. Ja, ich freue mich natürlich auch, dass ich Sie heute hier begrüßen darf. Und ich bin, kann man schon fast sagen, ein Fan dieser Willkommenstasche und dem, was Sie tun. Ich finde das außerordentlich gut und ich glaube, es kommt auch bei den jungen Eltern ganz besonders gut an, was Sie tun. Also ich bekomme da, wenn man so in Gespräche kommt, ein sehr, sehr gutes Feedback. Man freut sich dann auch darüber. Man sieht auch, es wird sich gekümmert um die Kinder und auch um die Eltern. Und das kommt positiv an. Ich kann mir auch vorstellen, dass einige etwas verwundert sind, wenn sie vor der Tür stehen, weil sie gar nicht unbedingt immer mit sowas rechnen, mit so einer positiven Situation. Die werden zwar angefragt, aber das ist, denke ich mal, schon so im Gespräch, wenn ich das dann höre, sagen die, toll, dass es sowas hier in Leverkusen gibt. Und ich kann auch nur sagen, das ist eine tolle Geschichte. Und ich bin da besonders dankbar den Ehrenamtlichen, die dort mitwirken. Und wir haben ja eben schon bei dem Fototermin gesehen, was alles so in der Tasche drin ist. Und das beruht ja auch vielfach auf der ehrenamtlichen Arbeit, wenn man dann die Mützen sieht, die selbst gestrickt sind. Und da kommt auch Pfarrer Hörold, kommen Sie rein. Ja. Das ist eine gute Sache, aber sicherlich auch die Informationen, die dort angereicht werden, in Form der Broschüren. Das ist alles das, was den Eltern helfen kann und auch sicherlich helfen wird, dass es bei Problemen auch immer dann zu den richtigen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern geht. Und das ist gut und ich bin froh, dass Sie sich da in dieser Form sowohl haupt- als auch ehrenamtlich engagieren. Ich kann nur sagen, von Seiten der Stadt Leverkusen, Dankeschön, dass es so ist. Ja, vielen Dank, Herr Adomat. Gerade angekommen, ich weiß nicht, möchten Sie zunächst oder Frau Strunz? Ja. Wir würden uns auch freuen, wenn wir das Projekt mit mehr Leben füllen können. Ich will Ihnen gerade was sagen, wie das im letzten Jahr angelaufen ist. Es gab ja eine Auftaktveranstaltung im Dezember 2011 mit Herrn Oberbürgermeister Buchhorn. Und wir haben dann im letzten Jahr 2012 mit den Besuchen begonnen. Diese Besuche können allerdings nur stattfinden, wenn die Eltern einverstanden sind. Und wir haben versucht, wir haben in den Kindertagesstätten überall für Verbreitung gesorgt, weil wir annahmen, dass dort die jungen Familien am ehesten auch ankommen und Kenntnis davon erlangen können. Frau Stöcker-Meyer hatte dann auch in den Kliniken einige Termine und hat sich da auch im Kreis der Ärzte mal einladen lassen, als auch in den einzelnen Praxen eben die Informationen weitergegeben.
Und trotzdem ist das Resümee aus 2012 das, dass es bei ca. 1300 oder knapp 1300 Geburten eben nur 180 Besuche möglich wurden. Wir können eben nicht mehr machen, wenn wir nicht mehr Eltern, mit mehr Eltern in Kontakt kommen, die ihr Einverständnis geben. Und diese 180 Besuche, das sind gerade mal knapp 15% all derer, die ein Kind bekommen haben. Und das zeichnet sich auch in 2013 ab. Da haben wir jetzt aktuelle Zahlen von Herrn Wilde bekommen. Und das waren bis Ende Mai knapp 600 Geburten. Und auch da ist der prozentuale Anteil ebenso gering. Und wir würden uns, also ich sehe auch sehr viel Motivation bei den Ehrenamtlichen, die einfach mehr tun möchten, als sie im Moment tun können, weil wir eben nicht mehr Rückmeldungen haben. Und es ist dank des Herrn Zündorf vom Bürgerbüro vom Fachbereich 33 und dem Gespräch, das auch Frau Stücker-Meyer mit ihm geführt hat, gelungen, hier eine Veränderung herbeizuführen, mit der es hoffentlich gelingt, mehr Familien erreichen zu können. Also so wie ich, ergänzen Sie mich, wenn ich da irgendetwas nicht korrekt zum Ausdruck bringe, wir werden soweit die Infopost vorbereiten mit entsprechendem Flyer, mit Kontaktdaten, mit Hinweisen zum Projekt und dürfen die Ihnen, Ihrem Fachbereich, überreichen. Von dort aus werden Sie nochmal mit den Adressaufklebern versehen und dann können wir zum Glück davon ausgehen, dass alle Familien diese Information bekommen. Aber auch dann wird es diese Einverständniserklärung noch geben müssen, aber ich glaube, dass das einfach dann einen anderen Bekanntheitsgrad haben kann. Und ich habe es mit Freuden gehört, dass das so möglich ist. Und wir haben ja auch eine Absprache, dass wir einfach nach einem halben Jahr schauen, was dann, was das bewirkt. Ja, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen von uns. Sie haben ja also den Sachverhalt vorweggenommen. In der Tat ist es so, dass wir die vorgefertigten Sets bekommen haben. Die liegen schon bei uns und wir werden sie dann nach den entsprechenden Informationen des Standesamtes personalisieren mit den Daten der Eltern und den Eltern dann diese Informationen zukommen lassen. Und wir hoffen natürlich in der Tat, dass wir dann auch eine entsprechende Nachfrage bekommen, dass dann die Leute auf sie zukommen nach entsprechender Einwilligung. Im Vorfeld hat es ja erhebliche datenschutzrechtliche Probleme gegeben. Jetzt haben wir einen Weg gefunden, der diese Datenschutzprobleme ausschließt. Und von daher denke ich, sind wir auf einem guten Weg, hoffen auf eine entsprechende Resonanz, wie Sie sie gerade geschildert haben, Frau Strunz. Wichtig ist eben, dass es keine Kontrolle im klassischen Sinne ist, dass man nicht denkt, die kommen jetzt dahin und dann werden sie kontrolliert und anschließend gibt es dann sofort einen Rapport beim Jugendamt, was in der Familie los ist. Das steht gar nicht dahinter, sondern es geht wirklich um eine positive Besuchsform und auch Informationen und da können sich die Eltern dann auch darauf verlassen, dass das eben nicht in eine andere Richtung geht. Eine unserer Kommunalpolitikerin erzählte zuletzt im Jugendhilfeausschuss, sie hatte auch den Besuch, war ganz nett, ein paar Minuten war die Dame dann drin und hat Hallo gesagt und kurz informiert und war dann auch schnell wieder verschwunden. Das war wohl total angenehm und total nett, einfach hat sie gesagt. Also kann ich auch von daher von den Erfahrungen, die dort geschildert wurden, sagen, es wird positiv gesehen, es kommt auch positiv an. Gut, Herr Roth, vielleicht noch ergänzend. Vielleicht noch ergänzend dazu. Wir haben natürlich unsererseits auch überlegt, wie kann man auch das, was wir über die Patin dann in die Familien bringen, noch etwas interessanter und attraktiver gestalten. Das eine ist eben die Ausstattung der Tasche, ich glaube, das hatten wir schon kurz vorher. Das andere ist auch, dass wir eine Verlosung damit verbinden, wo es durchaus attraktive Preise gibt. Ich denke schon, dass das dazu helfen kann, auch nochmal das Interesse der Familien etwas zu vergrößern, im Blick auf den Besuch entscheiden. Aber ist aus meiner Sicht tatsächlich, was Sie eben gesagt haben, Herr Allemann, was wir zum Ausdruck bringen wollen, ist eben eine positive Unterstützung der Familien mit Kindern in dieser Situation. Das Angebot, da gegebenenfalls auch das eine oder andere an nützlichem Hinweis geben zu können, an nützlicher Hilfestellung leisten zu können und die Bereitschaft eben, wenn erforderlich ist, auch gegebenenfalls darüber hinaus mehr ermöglichen zu können. Das ist aus unserer Sicht das wirklich Entscheidende dabei. Es geht eben gerade nicht um Kontrolle, sondern es geht um Unterstützung und positive Wertschätzung der Eltern, die ein Kind hier in Leverkusen geboren haben. Mhm.
Vielleicht dann noch ergänzend die Sicht des Fachbereichs Kinder und Jugend, bevor wir dann mal zur, sagen wir, zur Praxis kommen, nämlich zu einem Erfahrungsbericht von einem, der es sozusagen schon praktiziert hat und der uns vielleicht auch noch sagen kann, was denn möglicherweise in die Tasche noch so alles reinpassen könnte und jetzt noch nicht drin ist. Ja, entstanden ist das Projekt im Rahmen der frühen Hilfen. Das heißt, dass wir seitens der Jugendhilfe sehr früh Eltern, werdende Eltern, junge, alleinerziehende Mütter auffangen und unterstützen wollen. Und der Rat der Stadt Leverkusen hat vor 2,5 Jahren dazu auch entschieden, entsprechende Mittel zur Verfügung zu stellen. Das heißt, das Projekt Willkommensfahrten wird auch mit einem Anteil städtischer Mittel finanziert. Darüber werden Personalkosten eben abgewickelt. Für uns im Mittelpunkt auch diese aufsuchende Arbeit, die entstanden ist mal aus dem lokalen Bündnis für Familie. Also es gab schon einen Vorläufer, wir hatten mal so ein Paket, was dann bei der Anmeldung den Eltern übergeben wurde. Aber uns war auch wichtig, zusammen mit dem Diakonischen Werk, dass die Eltern auch angesprochen werden, dass es Menschen gibt, die in diese Familien gehen, dass sich daraus unter Umständen auch Anknüpfungspunkte ergeben, dass sie als Patin nicht nur diesen einmaligen Besuch machen, sondern vielleicht da auch die ein oder andere Familie oder auch eine alleinerziehende Mutter, die ohne familiäre Anbindung ist, hier so ein Stück eine Anlaufstelle hat. Und wenn es nur für banale Fragen ist, mein Kind schreit, ich habe überhaupt keine Idee, was ich jetzt machen soll, oder ich muss mal dringend zum Arzt, ist mal jemand vielleicht kurz da, der mich da entlasten kann. Das war so der Hintergrund und in der Tat war es sehr sperrig. Wir hatten die Hoffnung, dass das neue Bundeskinderschutzgesetz, was im vorigen Jahr in Kraft getreten ist, uns datenschutzrechtlich mehr Möglichkeiten einräumt. Dem ist aber nicht so und deshalb müssen wir nach wie vor den Weg gehen, dass die Eltern positiv zustimmen und diesen Besuch wünschen. Und das ist dann leider eine etwas umständliche Angelegenheit, aber ich finde eine auch gute Situation, weil es uns davor bewahrt, einfach auch in Familien zu gehen, so nach dem Motto, wir wollen jetzt alles kontrollieren und überall die Nase reinstecken. Dem ist nicht so und deshalb glaube ich, dass jetzt mit dem neuen Verfahren wir da durchaus mehr Eltern auch erreichen werden, die sich positiv zurückmelden. Können wir ja dann zum Jahresende, ist ja jetzt halbe Jahr rum, können wir ja Bilanz ziehen, dann sehen wir auch die 15% auf 25 oder so. Erhöht haben. Frau Wollenhaupt, Sie sind jetzt sozusagen die Frau der Praxis. Sie waren schon in Familien und haben Erfahrungen gesammelt und ich glaube, das ist auch für die Medien jetzt wirklich das Spannende. Wie kommt das bei den Familien an? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Vielleicht einfach mal erklären, wenn man sich als Pate hier einbringt, dann sucht man sich Stadtteile aus, die man gerne besuchen möchte. Für mich ist es Hittorf und Rheindorf. Ich habe bei diesen ersten Besuchen, vorwiegend besuche ich Familien in Rheindorf. Ich habe die Stadt neu kennengelernt, wir sind multikulturell. Ich besuche Familien aus Polen, aus dem Kongo, aus Tschetschenien. Es ist unglaublich, wo diese Menschen alle herkommen. Sie können sich natürlich vorstellen, die sind nicht alle der Sprache mächtig. Man geht auch manchmal mit Händen und Füßen mit den Menschen, aber man wird endlos herzlich empfangen. Man kommt als Gast, man hat ja diesen Besuch, man hat mich ja eingeladen, man telefoniert, macht einen Termin aus und wird dort eigentlich, das kann ich glaube ich auch für meine Mitstreiter sagen, wirklich mit offenen Armen und herzlich empfangen. Man kommt natürlich mit einer Geschenketasche, was natürlich erstmal sehr reizt, man geht auch die Geschenke durch. Ein bisschen ein Renner bei den Geschenken ist unser Kapuzenhandtuch, das wir jetzt gerade leider nicht dabei haben, das also immer wunderbar ankommt. Aber zum Beispiel auch, wir haben einen Rauchmelder dabei. Es gibt Familien, die haben noch nie einen Rauchmelder gesehen. Und das finde ich zum Beispiel ungeheuer wichtig, um ihnen auch zu erklären, dass das halt auch Leben retten kann. Und natürlich über die Geschenke hinaus ist es uns ganz wichtig, dieses Buch, die Informationsmappe für Eltern durchzugehen, den Eltern zu erklären. Und da ist dann zum Beispiel die Bibel der Stadt Leverkusen drin. Das ist das Elternbegleitbuch der Stadt Leverkusen. Und gerade wenn Sie Menschen aus anderen Kulturkreisen, die sind oft mit unserem Bürokratismus schlichtweg überfordert. In dieser Bibel hier der Stadt ist wirklich auf alle Fragen eingegangen, die man klären muss, mit der Lohnsteuerkarte,
Bekomme ich jetzt Wohngeld, bekomme ich kein Wohngeld, wie ist es mit der Vaterschaftsanerkennung? Zu allen Fragen ist Bezug genommen und es ist eine Telefonnummer da. Ich versuche den Eltern eigentlich zu vermitteln, es gibt für jede Frage, die ihr habt in dieser Stadt, einen Ansprechpartner. Hier findet ihr die Nummer. Und was ich den Eltern eigentlich auch immer vermittle, ist, in dieser Stadt wird keine Familie alleine gelassen. Und das ist der erste Weg, Ansprechpartner zu finden. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass wir sehr multikulturell sind und unter anderem befindet sich in unserer Tasche was sehr Schönes, wie Babys sich entwickeln in den ersten zwei Lebensjahren. Diese DVD ist in 7 verschiedenen Sprachen. Also die Eltern, die auch der deutschen Sprache nicht mächtig sind, klicken ihre Sprache an. Das macht auch immer große Freude, dass eben auch eine russische oder türkische Mutter oder in Arabisch sich diese DVD anschauen kann. Und es passieren auch sehr Dinge, auf die man sich als Pate auch einstellen muss. Man steht vor der Tür, ganz viele Schuhe, aha, in dieser Familie zieht man wohl die Schuhe aus, was man dann auch tut. Und es wird belohnt durch besondere Herzlichkeit. Die Gefahr besteht, dass man allwissend sein soll, dass man plötzlich zu allen Fragen was sagen. Geht natürlich nicht, aber man kann wieder auf die Bibel hinweisen. Und es gibt Familien, die adoptieren einen, man kommt kaum weg. Und bei anderen Besuchen, die gehen sehr pragmatisch. Aber ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass die Tasche in irgendeiner Weise nicht die Erwartungen erfüllt hat, sondern ganz im Gegenteil, sie erfüllt eigentlich fast mehr, als die Menschen erwarten. Vielleicht noch eine Anekdote, die ich erlebt habe, die mir persönlich sehr nahe gegangen ist. Ich habe eine Familie aus Rumänien besucht, die sehr gut in Deutschland integriert war und die lebten erst seit kurzer Zeit in Leverkusen und bekamen hier ihr zweites Kind. Ich habe die Familie besucht und habe der Mutter all das präsentiert, was ich ihnen gerade aufgezählt habe und am Ende des Gesprächs lächelte sie mich an und sagte, jetzt weiß ich, dass die Entscheidung richtig war, nach Leverkusen zu ziehen. Und da habe ich gedacht, bingo, ja, mehr kann man nicht erwarten. Was, zum Beispiel, auch was ich vielleicht doch noch erwähnen muss, mein allererster Besuch, der war ein wenig schockig, weil ich auf eine sehr, sehr junge Familie gestoßen bin oder ein junges Paar gestoßen bin, sehr jung, die in sehr schwierigen Familienverhältnissen lebten. Und das hat mich sehr belastet und bedrückt. Ich habe das dann sofort mit Frau Stöcker-Meyer besprochen und tatsächlich konnte sie mit all ihren Wegen, die sie kennt, ganz schnell vermitteln, dass diese Familie eine Wohnung bekam und dass sie auch noch einen Gutschein bekam, um sich gebrauchte Möbel zu beschaffen. Das hat mich dann sehr ermutigt, dass das wohl alles gut ist, was wir hier so machen. Ja, das hört sich doch ganz toll an. Bevor wir dann zur Fragerunde kommen, vielleicht an Frau Stöcker-Meyer noch die Frage. 180 Besuche im letzten Jahr. Sie haben jetzt 3 Patinnen mitgebracht. Ausreichend oder können Sie noch mehr gebrauchen? Und gibt es Männer? Würde mich interessieren. Ja, nee. Genau. Doch nicht, aber wir hatten mal einen männlichen Bewerber, das war in der Tat so. Aber der war selber Vollzeit berufstätig und damals waren wir noch nicht so gut aufgestellt mit Paten und dann konnten wir im Gespräch einfach klären, dass das wahrscheinlich der Arbeitsaufwand zu groß oder zu hoch wäre. Er hat sich auf jeden Fall dann nicht mehr gemeldet. Wir können Paten gebrauchen, also wir hoffen natürlich durch die Hilfe des Standesamtes, wenn die Briefe direkt in den Haushalt der Eltern gehen, dass wir wesentlich mehr Besuche machen können als bisher. Wir haben im Moment 15 aktive Paten. Wir haben 3 türkische Frauen, die leider noch nicht so mutig sind, auch Versuche zu machen. Wenn ich in Opladen Kenntnis von türkischen Familien habe, die Kinder bekommen haben, dann darf ich die auch gerne anrufen, dann gehen die auch, aber auch immer zu zweit. Aber das wollen wir noch ausbauen und ich denke, das schaffen wir auch. Aber wir würden uns natürlich freuen, das ist vielleicht auch nochmal ein Hinweis an die Presse, dass wir immer gerne auch noch bereit sind, Willkommenspaten aufzunehmen. Man kann mich gerne anrufen. Man muss lediglich 3 Grundschulungen absolvieren, die sind jetzt nicht so zeitintensiv, die sind wichtig, damit man sich auch sicher und gut fühlt, wenn man so einen Besuch macht. Aber ansonsten muss man einfach nur engagiert sein und Lust haben, das zu machen. Vielleicht auch mit dem Hinweis, wir würden uns sehr freuen über Paten, die vielleicht
Migrationshintergrund haben, die eine andere Muttersprache haben, Russisch, Polnisch oder wie auch immer. Das würde, glaube ich, bei vielen Familien schon helfen, wenn die Möglichkeit besteht. Das ist gerade in Rheindorf wichtig. Ja, gerade in diesem Stadtteil. Ja. Also unsere Paten werden alle 8 Wochen auch weiter geschult. Wir haben da ein Bildungszentrum in Langenfeld verpflichten können für dieses Jahr. Alle 8 Wochen werden unsere Paten zu bestimmten Themen, die eben halt Eltern interessieren könnten, wo Fragen kommen könnten, zum Beispiel eine Hebammeninformation nochmal, was ist wichtig, worauf muss der achten. Wir haben eine Schulung zum Thema Netzwerk, das ist uns sehr wichtig, dass wenn im jeweiligen Stadtteil, dass wir informiert sind, aber unsere Paten informiert sind, wo sind Anlaufstellen, wo könnt ihr hin mit den Kindern, wenn ihr Fragen habt. Und da arbeiten wir auch ganz eng mit unseren Sozialläden, mit dem Manforter Laden, mit dem Rheindorfer Laden und dem Steinbüchler Laden, weil da ist ja immer alles kompakt zusammen. Da finde ich immer eine Psychologin, immer, weiß ich nicht, da kann man also immerhin verweisen und da bekommt man auch immer eine Antwort. Gut, vielen Dank soweit und jetzt gebe ich die Runde frei für eventuelle ergänzende Fragen, wenn es noch welche gibt. Ja, also mich würde interessieren, wie Ihre Konstellation ist, ob Sie selber Großmutter oder Mütter sind. Und ja? Ich bin Großmutter, habe 8 Enkelkinder. Also ich glaube, man kann sagen, im Großen und Ganzen sind die meisten Mütter. Ja. Also ich glaube, es gibt kaum jemanden, weiß ich, du hast da vielleicht ein bisschen. Sie hat nur eine Tochter. Genau. Ja. Oder wir, ja, ich habe auch nur eine Tochter, aber ich bin 100% Mutter. Also eine Frau, die meinte, kann ich das überhaupt machen? Ich habe keine eigenen Kinder. Also, und dann haben wir immer gesagt, aber du bist doch Tochter. Ach so, ja, also, ja, ja, ja. Aber genau. Es ist für Sie keine Art Enkelersatz? Oder? Also Sie müssen bedenken, so ein Besuch dauert in der Regel 20 Minuten mal 30 Minuten. Die Eltern sind in der Regel sehr stolz, weil ihre Kinder zeigen, ich finde das auch wunderschön, wieder mit diesen Babys, das ist wunderschön, aber man fasst diese Babys nicht an. Oder gut, es ist mir auch schon mal passiert, dass ich zack, eins mal auf dem Arm hat, weil irgendwas, irgendeine Katastrophe passiert ist mit dem anderen Kind. Aber im Großen und Ganzen, ein Besuch sind 20, 25 Minuten und dann ist man wieder raus. Und das bleibt auch bei dem einen Kontakt. Es bleibt bei dem einen Kontakt und ich denke, das ist auch okay so. Dafür bringe ich ja viel Material, wo man sich hinwenden kann, wenn man darüber hinaus Hilfe braucht. Gut, es sei denn, dass Familien sich nochmal an das diakonische Werk wenden und sagen, da war jemand, der hat mich besucht, ich bräuchte vielleicht mal in so einer Situation, die ich vorhin beschrieben habe, einen, der mich unterstützt. Aber im Regelfall dieser Willkommensbesuch findet eigentlich nicht. Nächste Frage, ich will keinen dazwischen pfuschen, wäre, wo kommt der Besuch besser an oder überhaupt, wer nimmt ihn an? Sind das eher Familien, die sozial nicht so ganz gut gestellt sind? Oder? Ja, das haben wir uns anfangs, vorher auch sehr lange überlegt, wie wir das sein. Und es ist wirklich interessant, dass es vorwiegend Familien sind, die sozial nicht ganz so gut gebettet sind wie andere. Natürlich lockt das Wort Geschenke, aber denke ich, das ist erstmal so ein bisschen, aber sie sind dann schon beeindruckt, dass da auch so viel Gutes, weil es geht, wie ist das jetzt mit dem Füttern oder mit dem Stillen und sowas, ja, ist ja alles da und man kann ja nachschauen und nachlesen. Es ist wirklich so. Ja. Geht eigentlich durch die Bank weg, also ich bin mehr in Schlebusch unterwegs, weil ich in Schlebusch auch wohne und da ist natürlich eine andere Klientel auch vorhanden. Und die freuen sich also auch jedes Mal, wenn sie also dann die Tasche kriegen und man erklärt die Sachen und eben das Sachbuch da von der Stadt, wo man dann die Kindergärten auch drin hat, weil sie am liebsten ja schon gleich also in den ersten 3 Wochen dann anmelden auch, ne? Was ja eine große Schwierigkeit ist. Ne? Und von daher ist das also auch in Schlebusch sind es also nicht nur die etwas nicht so gut gestellten Leute, sondern eben auch die anderen. Ja, dafür habe ich zum Beispiel den Stadtteil Hiddorf, wo dann die Nachfrage leider. Deswegen habe ich das ja ergänzt. Also da ist einfach ein anderes Bevölkerungsklientel und wie gesagt, ich bin vorwiegend in Rheindorf Nord unterwegs, wo wir halt sehr Multikulti aufgestellt sind. Also es ist, ja, das kann man schon so sagen.
Es gibt aber immer noch auch Leute, also wir hatten neulich eine Taufe bei uns in der Friedenskirche und da habe ich mir dann die Telefonnummer geben lassen und die Mutter wusste auch noch nichts von diesen Willkommenspaten. Ne? Dann habe ich ihr das am Telefon dann erklärt. Also das ist mir ganz häufig bei Besuchen passiert, dass die also von den Willkommenspaten, obwohl wir in die Krankenhäuser gehen, sämtliche Krankenhäuser, die wir hier haben, und in den Arztpraxen und Kindergärten und Kinderärzte und so, überall unsere Plakate, die ja hier auch hängen, ausgehängt haben, die wissen teilweise nichts davon, dass man immer noch wieder erstaunt ist. Ich mache es immer so, ich habe immer diese Flyer dabei und wenn ich dann mit der Mutter spreche, frage ich immer, Sie haben doch bestimmt Kontakt mit anderen jungen Müttern, die Kinder haben. Darf ich Ihnen einfach mal ein paar Flyer da lassen? Berichten Sie doch mal von meinem Besuch. Ihnen steht allen diese Tasche zu, in der Hoffnung, dass sie dann einen Anruf bekommt. Also, es ist auch natürlich passiert, dass sie sagen, oh, das ist ja toll, meine Schwägerin hat auch ein Kind, bekommt die denn auch so eine Tasche? Und dann hat man die Telefonnummer, aber das klappt nicht immer. Ja, mit der geänderten Praxis im Bürgerbüro und mit der Berichterstattung von morgen hat sich das sicherlich dann ändern. Aber wichtig wäre für den Artikel auch die Telefonnummer nochmal gleich. Ja, ja. Darf ich vorher noch eine Frage stellen? Ja. Ich habe das mitgekriegt, dass Sie selber stricken. Da hätte ich jetzt Wir stricken nicht. Handgestricktes ist in der Tasche, vielleicht können Sie das nochmal zeigen, oder? Achso, Sie stricken nicht. Es gibt ein kleines Strickteam. Ja, es gibt und die beliefern uns. Das ist alles ehrenamtlich. Hast du da so einen Anhänger dabei? Mhm. Und die heißen die? Die kriegen gerade einen neuen Namen, weil die sich von der Muttergruppe in Bergisch Gladbach getrennt haben. Und die stricken nur für uns Babysöckchen und Babymützchen. Also Mützchen? Söckchen, Diese Tennis nicht mehr. Sind irgendwie Restwollen, das muss man sich dann so. Also ich mache es immer so, ich frage immer am Telefon, haben Sie eine Tochter oder einen Sohn bekommen? Und weil wir ja auch manche Plüschtiere in rosa und in blau haben, genauso wie die, diese Tücher, die sie gibt es in gelb, in blau und in rosa, also man. Das kann man aber im Vorfeld dann immer so ein bisschen abklären. Wie heißen die das jetzt mal? Oder haben die jetzt noch einen Namen? Nee, die gehen auf unser Strickteam, die kriegen gerade einen neuen, weil die hatten halt einen Zusammenschluss und jetzt müssen wir auch die ganzen Karten wieder umschreiben. Okay. Leverkusener Strickteam. Ich weiß nicht, ob mein Teddy Kunterbund hießen die vorher, ob man das noch schreiben kann. Die sind da gerade in einer neuen Phase. Ein ehrenamtliches Strickteam. Ja, das ist bei dem, vielleicht ist dann hier noch der Hinweis für uns wichtig, dass wir immer wieder auch noch Sponsoren suchen für die Tasche, weil wir haben erst versucht, die Menschen in Leverkusen zu erreichen oder die Eltern über die Attraktivität natürlich der Tasche, dass die so attraktiv ist, dass die Eltern sagen, können wir ja mal Kind kriegen. Ich habe mir abgeschminkt, also dass wir da, dass die Tasche Grund wäre, vielleicht noch mal nachzulesen. Aber vielleicht, wenn jetzt jemand sich noch so ein zweites Kind denkt, der kriegt noch eine zweite Tasche, ja? Ja, wenn entspannt ja, bestimmt. Natürlich. Also es ist halt in anderen Kommunen, ist ja nicht so, wir sind ja nun mal hier jetzt neu aufgestellt, oder was heißt neu, aber es gibt Statistiken darüber, dass mit den Geschenken in der Tasche natürlich auch die Annahme steigt. Und in Kommunen, wo da wirklich interessante Sachen drin sind, also gibt es wirklich Eltern, die sagen, in Köln zum Beispiel wollen eine Tasche haben. Und das ist mir leider noch nicht gelungen, da irgendwie was rein, so den, oh, das wollen wir haben, wo kann man die kriegen? Aber vielleicht liest das ja auch ein netter Geschäftsmann oder so und sagt, oh, das finden wir toll. Und wir haben nämlich gerade eine Absage von Bayer Foundation bekommen, wir hatten uns da beworben, uns fehlen noch Geschwisterkinderpräsente. Das ist den Paten halt jetzt in dem Jahr aufgefallen, dass es eigentlich schade ist, wenn wir die Taschen überreichen, dass es oft Geschwister gibt, die dann eben nichts bekommen. Und wir wollten da eigentlich, hatten wir gehofft, Trinkflaschen zu bekommen in Blau und in Rosa, großer Bruder, große Schwester, das passt für jedes Alter. Aber leider klappt das nicht. Ich hatte
Angela mir gerade geschrieben, dass wir eine Absage haben. Die hatten 600 Bewerbungen und da sind wir leider nicht drunter. Aber auch nochmal, also Sponsoren sind hier willkommen. Also ist noch Platz in der Tasche. Ja, ja. Ja. Können oder wollen Sie den Wert der Tasche beziffern? Also verstecken muss man es nicht, ne, finde ich. Also mit dem, was... Ja, vielleicht packen Sie es noch mal kurz auf. Also ich habe keine Ahnung, was das wert ist. Also gut, also was jetzt im Moment wirklich der absolute... Das ist das Badetuch, was mir gestern, ich war gestern noch auf dem Stand, das muss irgendwie, ich hatte es einfach nur schon ins Auto schon ist weggekommen. So attraktiv ist das. Ein Badekapuzentuch von der Volksbank, das ist gerade ganz neu drin. Die Volksbank hat uns 1000 Baby-Badehandtücher gesponsert. Wirklich schön, also ist auch immer, und da freuen sich, also kommt nur durchweg. Das ist toll, in drei verschiedenen Farben. Dann der Rauchmelder von Bauhaus, dann natürlich die Volksbank noch mit einem 5-Euro-Gutschein, dass wenn also die Eltern Lust haben, dann ein Sparbuch anzulegen, können die halt zur Volksbank gehen, bekommen 5 Euro gut geschrieben und noch eine zweite Socke dazu. Ja. Die sind süß. Also es sind viele schöne, wobei die Barmarkt auch erwähnenswert jetzt auch die kommen auch ein bisschen mehr jetzt hier ins Boot, weil die eine ganz tolle Beratung auch anbieten. Die haben uns hier wirklich ein sehr hochwertiges Lätzchen, das kommt auch immer super gut an, ein weiches gesponsert. Aber was ich eigentlich, also ich persönlich finde halt, wie gesagt, das Infomaterial. Wir haben eine ganz neue Broschüre drin, die erste Zeit zu dritt. Wichtig im Hinblick darauf, dass sich Eltern gar nicht bewusst sind am Anfang, was das bedeutet. Wir waren ein Paar, jetzt werden wir Eltern. Und was kommt da auf uns zu? Und die wenigsten machen sich Gedanken darüber. Und hier wird nochmal beschrieben, auch nehmt euch Zeit auch für euch, ne? Holt mal einen Babysitter oder meine Leihoma oder irgendwas. Das immer, also finde ich auch ganz wichtig. Und was ein Auslaufmodell ist, nochmal vielleicht an die Stadt hier, ja, ja, das kommt so gut an. Ich krieg's nicht das mehr. Das ist so schade. Das sagen weil sind ja auch größere Kinder da und Spielplätze, ja. Das ist... Außerdem sind Spielplätze immer Treffpunkte auch für Mütter mit Kinderwagen. Ja, genau. Also wenn ich irgendwo neu hinkomme, dann... Das ist wohl auch irgendwie Sponsorin gewesen. Ich weiß nicht, ob die Druckerei das selber hier der Stadt gesponsert hat. Ich gehe der Sache mal nach. Ich habe irgendwo im Hinterkopf, dass da irgendwann auch eine Neuauflage erscheinen soll. Okay. Also die Dame wollte sich jetzt sehr kosten machen. Die sind da rein angekommen. Ich habe aber nochmal eine Nachfrage. Wie kann man denn sagen, wie viel das wert ist? Also 20, 30 oder x Euro? Das kann man also auch nicht so beziehen, wenn die Verlosung ist, das ist ja auch nochmal ein Wert. Ja, genau. Die Verlosung also lässt sich nicht sagen. Das kann man ungefähr sagen, in der Tasche sind Gegenstände im Wert von 50 Euro, sagen wir mal als Beispiel. Kann man sowas sagen oder ist das irgendwie zutreffend? Ungefähr. Okay. Aber dann mit dem Hinweis vielleicht, dass wir jetzt geschafft haben, halt, das war nochmal eine Anregung von vorhin, ob wir vielleicht über eine Verlosung die Tasche ein bisschen attraktiver machen. Das heißt, wir haben jetzt bei den Besuchen, die die Paten gemacht haben, die Taschen haben eine Nummer bekommen und wir werden am 16. Juli unter all denen, das wird natürlich morgen hochgehen natürlich, ja, ja, da werden wir gleich was schneller. Jetzt ist die Gewinnchance noch sehr groß. Werden wir ungefähr 20 Preise verlosen. Und zwar alle Eltern, die die Tasche erhalten haben. Das in welchem Zeitraum? Jetzt bis zum 16. Juli. In diesem Jahr. In diesem Jahr. 2013 besucht worden. Genau. Die werden nehmen automatisch an einer Verlosung teil. Das haben die Paten auch so kommuniziert. Und haben und werden dann entweder in den Genuss kommen, der Hauptpreis wird ein Rathaus-Galerie-Gutschein sein in Höhe von 200 Euro. Das geht dann runter bis zum dritten, 100 Euro zweite, 50 dritte. Der California, das Bad California hat uns 10, aber wir werden jetzt erstmal 5 in die Verlosung geben, 5 20er Gutscheine, 20er Eintrittskarten. 12er Eintrittskarten. Also Eintrittskarten, dann Familieneintrittskarten aus Kalifornien. Und die Trostpreise, deswegen habe ich das nochmal mitgebracht, ne, ist das Wimmelbuch aus Leverkusen. Das waren wir jetzt der Jungfrau. Ja.
Ja, auch. Er hat uns dann einen schönen Preis gemacht, dass wir gesagt haben, okay, da können wir das noch holen. Und das ist ja dann, das kann ja auch ruhig 2-3 Jahre im, ne, stehen bleiben und dann schaut man sich das mit den Kindern an. Ein schöner Trostpreis, ne? Ja, sehr schön. Weitere Fragen? Gehe ich mal von aus, Radio Leverkusen möchte noch ein O-Ton haben und vielleicht noch so als kleine Anregung. Die attraktive Tasche wird künftig noch attraktiver. Sie ist aber auch jetzt schon attraktiv, denke ich. Und die Willkommenspatinnen werden sich ab übermorgen vor Anfrage nicht mehr retten können, in diesem Sinne. Wenn Sie noch die Telefonnummer noch mal laut und deutlich verkünden. Danke für den Hinweis, Herr Born. Die Eltern, die noch nichts davon wussten, aber jetzt den Besuch unbedingt haben können, damit sie noch in die Verlosung kommen, brauchen eine Telefonnummer. Und auch diejenigen, die noch Paten werden wollen. Paten die brauchen auch eine Telefonnummer. Und die Sponsoren auch. Also die 0214 382 777, das ist die Zentrale. Die Eltern, die jetzt die Briefe ja bekommen über die Meldestelle, da sind wir noch differenzierter. Da haben wir halt nochmal meine direkte Durchwahl, da haben wir eine E-Mail-Adresse angegeben und eine Postadresse. Also da kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Ich wiederhole, 382777. Ja. Und welche, wen habe ich da am in der Leitung? Das ist die Zentrale des Diakonischen Werkes. Die werden sofort an die richtige Stelle weitervermitteln. Ja.